Komm. Hier komm, mein liebes Hühnchen. Hier komm. Wenn jetzt noch mehr Hühner hinter mir herlaufen würden, käme ich mir vor wie bei Dings. Komm. Genau hier rein. Aber dich tue ich jetzt nicht zu den Kühen. Du bleibst schön da unten. Tja, war ja nichts drin gewesen. So, haben wir noch Leitern bei uns im Inventar drin? Nö. Müssen wir erst machen. Und vielleicht so ein Drittding. Obwohl. Ja, doch, können wir machen. Noch ein Huhn wäre jetzt auch cool. Wir haben genug Stickies. Zwei brauchen wir Minimum. Und das war es noch, weil ich gerade gesagt habe, Drittding, ne? Nein, nein. Da. Damit wir zu unseren Viechern immer wieder reinkommen. Wo ist die Moor? Zack. Haben wir noch was für euch? Nur mit. Tut mir leid, hab nichts mehr. So kommen wir rein, aber die Viecher nicht raus. Warum habe ich echt zweimal auf die Leiter gedrückt? Das ist auf einmal gelangt. War sehr intelligent. Dann suchen wir noch einen Huhn jetzt mal. Weil wir hätten, haben zwar schon eins, aber zwei sind mir jetzt doch lieber. Irgendwo muss ja noch ein Huhn sein. Und jetzt gibt es eins, was nicht gerade Wasser ersäuft halber. Auch wenn wir jetzt wissen, dass wir es auch rausholen können. Wäre es mir trotzdem lieber. Ich glaube, hier so in den Wüstenregionen brauchen wir eigentlich da weniger zu gucken. Was wir wahrscheinlich finden werden, ist ein Wüstenhuhn. Oder ein wüstes Huhn. Ich weiß. Das war jetzt schlecht. Der kam tief. Der geht flach. Wenn wir mal hier gucken müssen, wir haben ja da hinten noch eine schöne Landschaft. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo einen schönen weiten Grün. Ein Huhn. Also, eine Klippe, die tief nach unten geht, haben wir schon mal hier. Damit bin ich nicht irgendwann doch mal runterfallen.
Diese kleinen Löcher hier, die machen einen am meisten hier die Probleme. Die großen hier, die stören mich weniger. Aber hier diese unübersichtlichen. Die sind doof. Komm schon, Hühner, ich brauch euch. Habt ihr gerade eins gehört? Falls ihr es klappern hört, nicht wundern, bei uns stürmt es ganz schön. Deswegen. Na, wir werden wohl zurücklaufen müssen. Ohne Huhn. Da ist eins. Wahrscheinlich auch wieder hier unten, ne? Nein, ich sehe es. Guck mal, ich hab was für dich. Komm mit. Wir müssen ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Kommst du noch? Wo bist du? Hallo? Komm. Hallo? Kommst du? Das Vieh hatte gerade keine Lust gehabt zu reagieren. Komm mal her. Komm. Wir haben noch ein bisschen was vor uns anlaufen. Und denkt sich auch so, ich laufe gleich nicht mehr mit, wenn ich keine Belohnung gleich krieg hier. Ich höre einen Zombie. Ich habe jetzt aber keine Zeit für den Zombie. Kommst du, Huhn? Komm her. Komm. Komm. Ja, komm. Bist du drin? Komm her. Komm her. Komm. So ist gut. Zack. Zack. Oh, jetzt haben sie sich lieb. Oh, wie süß. So. Ich habe meine Arbeit hier getan. Ich mache mich hier wieder vom Acker. Keine Ahnung, was für ein Zombie das hier ist, aber das war gerade nicht so schön. Aber aussehen tue ich normal. Oh, ich muss schlafen. Ah ja. Dann gucken wir mal zu, wie die Zombies hier verbrennen. Der Creeper, der steht einfach nur so rum. Haben wir noch ein paar Hühner. Das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Wir haben sogar zwei Creeper.
Wer weiß, wo noch einer ist. Ich hoffe nicht bei unseren Viechern. Haben wir jetzt echt Zuckerrohr gesammelt, glaube ich? Nee, haben wir nicht. Dieses müssen wir noch tun. Ich wusste, dass hier noch einer rumgammelt. Es sind bestimmt auch überall noch mehr hier. Hui. Hui. Verdammt. Der wird sich auch so wundern, erstmal so, bin getroffen worden. Hier ist irgendwo anscheinend eine Höhle oder sowas, oder ein Dungeon? Keine Ahnung. Ich weiß nicht alle Geräusche. Das wird zu hoch. Aber wenn wir schon für den Creeper so viel brauchen, werden wir für den Ghast mehr brauchen. Das weiß ich jetzt schon. Diese Viecher, die sind ja zäh wie nur etwas. Und nervig. Zäh und nervig. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Verdammt, das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Zack. So. Ich werde wohl hier das gesamte Ufer hier voll tappen, damit die Ausbeute besser wird. Nicht runterfallen. Das wäre schlicht. Wir hatten doch jetzt hier. Zack. Wenn ich jetzt meinen Bogen da rein nehme. Ja komm, machen wir halt mal 5 Stück da rein. Verzauberungslöffel Kraft. Kraft. Ja. Wenn ich mir Lapis Lazuli nehme. Sagen wir statt 5 machen wir 20. Wird es dann mehr? Die gehen nicht, okay. Müssen wir mal gucken. Verdammt, das hat sich viel. So. Na? Bauchst du an? So, jetzt aber. Nach oben, weil es so schön war. Ja, jetzt sind wir halt erstmal damit beschäftigt, hier durch die Gegend zu wandern und Dinge zu tun. Wichtige Dinge. Upsala. Aber sie müssen immer gemacht werden und wir müssen uns einfach auf die Netherwelt halt sehr gut vorbereiten, sonst bringt das Ganze nichts, da überhaupt hinzugehen. Deswegen mache ich das Ganze ja auch. Und ich werde auch meine Sachen alle verzaubern, damit es halt wirklich effektiver ist, überhaupt